Peter Feldmann auf der Anklagebank. Ein neuer und langer Prozesstag steht dem ehemaligen Frankfurter Oberbürgermeister dann noch bevor. Vieles dreht sich heute am Landgericht um sie. Hannelore Richter, die einstige Geschäftsführerin der AWO Wiesbaden, hat einiges zu sagen. Herr Feldmann und ich, wir verstehen uns nicht gut, erstens. Und zweitens, selbst wenn ich ihm einen Gefallen getan hätte, hätte das überhaupt nichts genutzt. Ich habe im ganzen Leben keinen Politiker gekauft und keiner hat sich von mir kaufen lassen. Und man kann von Herrn Feldmann denken, was man will, das tue ich auch, das ist jedem selbst überlassen, aber korrupt ist er nicht. Die AWO-Chefin entlastet Feldmann, der wegen Vorteilsannahme, sprich Korruption, vor Gericht steht. Sie verneint, dass dessen ehemalige Ehefrau nur wegen ihm einen Job als Leiterin einer deutsch-türkischen Kita erhalten habe, samt überhöhtem Gehalt und Dienstwagen. Stattdessen betont sie deren Qualifikation. Die Anforderungen sind natürlich andere als bei einer deutsch-italienischen oder deutsch-spanischen, weil natürlich mehr von der Öffentlichkeit geschaut wird und natürlich auch die politischen, religiösen Fragen mehr im Vordergrund stehen und natürlich auch immer die Debatte Kopftuch, ja oder nein. Also es gibt dort viel zu bedenken und viel zu tun und ich denke, das Gehalt ist angemessen. Ich hätte sie sogar höher eingruppieren können. Umgekehrt habe Feldmann in seiner Zeit als Oberbürgermeister der Arbeiterwohlfahrt keine Vorteile gewährt. Ich musste ihn sogar bitten und betteln, dass er zu Konferenzen kam, dass er zu Festen kam und hat dort 10 Minuten zu den Bürgern und zu den Mitgliedern gesprochen. Er hat nichts, nichts und nichts für die Arbeiterwohlfahrt getan. Feldmanns Verteidiger zeigt sich zufrieden. Es ist grundsätzlich alles sehr gut heute gelaufen. Bei der Aussage Richter muss man berücksichtigen, dass wir noch überhaupt keine Möglichkeit hatten, unsere Fragen zu stellen. Es wird interessant werden, wie die Frau Richter in 2 Wochen dann auf die Fragen reagiert. Aber auch ansonsten bin ich der Meinung, dass wir nicht wirklich etwas Belastendes in Richtung Herrn Feldmann heute gehört haben. In 2 Wochen wird Hannelore Richter erneut befragt. Sie kennt Feldmann seit ihrem 16. Lebensjahr. Ihr gemeinsames sozialpolitisches Engagement hat sie scheinbar nicht zusammengeführt. Und wir sprechen mit unserer Gerichtsreporterin Heike Borufka. Heike, die Frau Richter, was ist das für eine Person? Wie ist sie da heute vor Gericht aufgetreten? Äußerst selbstbewusst, muss ich sagen. Normalerweise erlebt man ja Zeugen, die sehr zurückgenommen sind, die vielleicht auch eingeschüchtert sind von der Atmosphäre in einem Gerichtssaal. Das ist sie überhaupt nicht. Diese Frau benutzt lieber 5 Sätze zu viel, als dass sie einen Satz zu wenig sagt. Der Vorsitzende Richter hat sie auch immer wieder angehalten, doch bitte die Fragen zu beantworten. Und diese Frau hat schon sowas, würde ich sagen, wie ein Sendungsbewusstsein. Also sie hat uns schon klar gemacht und macht überhaupt kein Hehl daraus, dass sie die Alleinherrscherin in der AWO war. War das denn heute überraschend, dass sie Peter Feldmann in dieser Art und Weise entlastet hat? Es ist insofern überraschend, weil sie auch keine Hehl daraus macht, dass sie Peter Feldmann überhaupt nicht mag, noch nie mochte. Die beiden, das hat sie erzählt, kennen sich seit Mitte der 70er Jahre. Schon immer sind sie beide aktiv gewesen, zunächst bei den Falken, einer Jugendorganisation der SPD und später dann bei der SPD. Und da hält man ja doch eigentlich zusammen. Nee, das tut sie in diesem Fall nicht, aber sie hat sehr klar gesagt und immer wieder betont, Peter Feldmann mag ich zwar nicht, aber korrupt ist dieser Mann nicht. Wie geht es denn jetzt weiter? Was ist denn im Prozess noch weiter zu erwarten? Wird es denn am Ende überhaupt für eine Verurteilung langen? Ich würde mal die Prognose im Moment wagen, das sieht nicht so gut aus für eine Verurteilung. Wir haben viele Zeuginnen jetzt gehört, die ihn entlastet haben. Heute ja die im Grunde genommen Hauptbelastungszeugin, auf deren Aussage sich vieles in der Anklage stützt. Und wenn ich eine Prognose wage, ja, dann glaube ich, das könnte ganz gut für ihn ausgehen. Jetzt müssen wir mal abwarten, was noch kommt, was andere Zeuginnen vielleicht noch aussagen werden. Diese Zeugin wird noch mal wiederkommen, weil ihre Befragung noch nicht beendet ist, aber sie hat sehr klar gesagt, dass das, was Peter Feldmann vorgeworfen wird, man ihm nicht vorwerfen kann, schon deshalb nicht, weil Feldmann immer vage geblieben ist. Zusagen hätte dieser Mann einfach nie gemacht. Vielen Dank, Heike Borufka, du wirst den Prozess weiter für uns beobachten.